Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ich bin frisch eingeloggt, habe noch alle Sachen von gestern drin. Oh Mist, ich habe meinen Miet nicht in den Kühlschrank. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal kurz mein Beet durchgucken. So, Narco-Berries. Das ist nice. Kann man schön Narkotik machen. So, hier auch. Gucken, ob das hier angewachsen ist. Ja, es ist gewachsen. Gut. Das brauchen wir nämlich heute. Ich will mir nämlich zwei Rex-Kibbel machen. Ich habe nämlich zwei Rex-Eier. Und Rex-Kibbel wird sehr wichtig, diese Folge noch werden. Ich werde es gleich ansprechen. Aber zuerst erstmal, schaut mal da hinten. Ich habe da eine kleine Hütte ein bisschen gebaut mit meinem Bruder zusammen. Denn das ist für seine Tiere, wird das dann hier die Hütte, weil hier alle Tiere dann zu haben, ist ein bisschen nervig. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ein Tier... Wieso werden da nicht die Namen angezeigt? Ich meine, das Follow und so. Ich habe eigentlich gemacht, dass das Tier hier, oh, das, die Lofo, auf passiv ist und die Pflanzenfresser ihm folgen, weil die anderen Tiere hier sind nicht auf passiv und falls sie dann was angegriffen haben, ja, ich glaube, leicht zu verstehen, ich meine, die laufen dann immer wieder zu der Schildkröte zurück, dann ist halt das Praktische, nein, schlechte Idee. Naja, werde ich dann später nochmal machen. Lol, dass das jetzt nicht gemacht wurde. Oh Gott. Lol, 4 Level-Ups. Das ist nice. Naja, keine Ahnung, wieso das jetzt resettet wurde. Gut, das soll halt verhindern, dass die alle so auf dem Weg stehen. Hier, genau, bei den Fleischfressern genauso. Indominus, du entfernst dich ganz schön weit. Nochmal reiten. Okay. Gut, auf jeden Fall, was ich diese Folge vorhabe, ist, denn ich habe ziemlich viele Tiere gezähmt. Kein Wort dazu. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe ziemlich viele Tiere gezähmt, ohne euch das zu zeigen. Also zum Beispiel den T-Rex, dann zumal auch noch den Spino, ohne euch das irgendwie zu zeigen, aufzunehmen. Ich hätte gestern genauso auch aufnehmen können, während ich den... Ja, scheiße. Während ich das Männchen gezähmt habe. Das Rex-Männchen. Aber, naja, das ging sogar recht schnell, das Männchen, obwohl es ziemlich hoher Level war. Keine Ahnung, ich habe halt dann immer nie die Zeit dazu, beziehungsweise ich muss dann einmal neu starten, um mein Programm und das Ganze einzustellen. Und, ja, da bin ich echt manchmal zu faul. Oder es ist halt einfach... Da nervig, dann einfach nochmal neu zu starten. Es kann halt auch gefährlich werden. Weil es gut möglich sein kann, dass ich dann währenddessen sterbe oder so. Ja, aber diese Folge hier werde ich dafür mich revanchieren und euch was richtig Geiles dann zeigen. Wo sind die kleinen Flugsaurier? Wieso folgen die alle nicht? Kleinen Flugsaurier. Ich habe eigentlich, dass die alle hier dem. Der ist nämlich neu, gezähmt hier. Dass alle die. Alle soll ihm folgen sollen. Ach, egal, jetzt muss ich mal alles wieder einstellen. Genau, auf jeden Fall brauchen wir Rex-Kibble für das Tier, was ich diesmal zähmen will. Den Plesiosaurus. Genau, den, ja, der schön in Weiten des Meeres lebt. Der Plesiosaurus. Ich habe ihn einfach vor, mal zu zähmen, weil ich brauche einfach ein starkes Unterwassertier. Ich habe mir letztens den Sattel auch erlernt, den muss ich auch noch craften. Wo ist denn der Sattel? Hier, Plesiosaurus-Sattel. Ich glaube, ich habe jetzt die Sachen dafür. Die habe ich mir nämlich alle zusammen erfarmt. Was, 57? Mir fehlt was. Verdammt. Ich brauche wie viel? Scheiße. Das wollte ich gar nicht. 65. Das ist gar nicht mehr so viel. Auf jeden Fall habe ich halt vor, den zu zähmen. Ich habe das alles schon auf einer Privatwelt, also meine Einzelspielerwelt, ausprobiert, ob der nicht so stark ist, beziehungsweise... wie genau ich da angehen sollte. Auch ein paar Videos angeguckt, aber ich meine, es ist eigentlich sehr, sehr leicht. Man muss nämlich einfach die Grenze ausnutzen, wo er nicht weiter darf, weil er hat so eine gewisse Grenze nach oben an die Wasseroberfläche und die muss man halt einfach ausnutzen, würde ich mal sagen. Ich hole jetzt erstmal noch ein bisschen, also erstmal durch den Flugsaurier her schmeißen, aber ich hole jetzt als erstes noch ein bisschen Stein und einen Dödel. So, ich habe jetzt meinen Komposthaufen nicht voll gemacht. Das ist jetzt eigentlich recht egal.
Mann, der gibt so viel Stein. Man muss halt aufpassen, dass man nicht voll dann wird vom Gewicht her. Und außerdem kriegt er so viel Erfahrung, XP damit. Das ist echt der Hammer. Und das Coolste an ihm ist halt einfach, dass man sich so einrollen kann und rumrollt. Ich bin zwar jetzt nicht total schnell, weil ich ziemlich voll bin. Aber es ist total cool, diese Einrollattacke. Und er ist sau stark auch von den Stats her. Ich weiß jetzt gerade nicht mal alle seine Stats, aber er ist echt stark. Er macht so viel Schaden. Und dann mit den Flugsauern als Kombi ist das, saugeil. Ach, bin ich dumm. Er hat doch die Steine. Naja, auf jeden Fall. Ich hab's bei einem Level, ich glaube, 35 Blisosaurus ausprobiert. Der hat gerade mal 19 Giftpfeile gebraucht. Ich nehme jetzt trotzdem mal 60 Stück mit. Aber er hat nicht so viele gebraucht. Das hat mich echt verwundert. Ich meine es ernst, das habe ich nicht verstanden. Ich habe jetzt hier schon einen zweiten Schrank mit Narkotik angefangen. Narkotik mitnehmen werde ich auf jeden Fall ungefähr 300. Ja, weil der echt viel Narkotik braucht. Habe ich gemerkt. Also, wenn man schon effektiv zähmt, dann geht es eigentlich. Deswegen mache ich mir auch dieses Rex-Kibble. Davon kann ich mir ja zwei Stück machen. Und zwei Stück ist ganz praktisch. Gut. Denn mit zwei Stück kriegt man, also beim Level 35er, ungefähr fast schon die Hälfte. Gut, jetzt werde ich mir mal das Rex-Kibble machen. Dazu brauchen wir ein Rex-Egg. Oh, genau, schaut euch mal an. Ich hatte 2 Komsognaten, jetzt habe ich mir so viele geholt, weil es ist total lustig. Ich hatte ein bisschen recht mit meiner Vermutung, dass ich gemeint habe, dass die gezähmten Komsognaten wilden anlocken. Das stimmt. Da waren immer unter der Base, hier habe ich es nämlich hingetan, die 2 Komsognaten. Immer wieder andere Komsognaten, die habe ich immer wieder gezähmt und hier hochgebracht. Und jetzt mittlerweile sind schon 11. Also das ist echt krass und ich level die im Moment nur auf Health, weil die halt einfach so verdammt wenig Health haben. Ich muss für die echt mal ein eigenes Zuhause suchen, weil mittlerweile verbrauchen die schon so viel Platz. Das ist krass. Das ist unglaublich. So, gut. Erst was ich mir mitnehmen werde, ist Fleisch. Tada! 2x Rex Egg. Dann brauchen wir Prime Meat Jerky 2 Stück. Habe ich auch. Dann Longgrass ist unten. Das hole ich mir dann gleich. Metro Berries Fibber. Das kann ich mir alles schnell holen. Halt. Ich gucke mal erstmal, habe ich das Fibber? Fiber. Ja, habe ich. Perfekt. 4 Metro Berries brauche ich. Da gucke ich mal kurz in den Feeding. Ja, passt. Ich nehme mal 5 mit, falls eins spoilt. Hier oben sind die 2 Pinguine außerdem, die wir gezähmt haben. Hier, der eine hat eine Brille auf, der andere hier einen Rex-Helm. Chillen hier beide ihr Leben. Nice. Dann tut man Sparkcoder hier rein. Sparkcoder brauchen wir einfach, um das anzünden zu können. So, das brauchen wir. Ein Longgrass, ein Rex-Egg, ein Prime Meat Jerky, 2 Metro Berries, die noch nicht spoilen zum Glück. Longgrass spoilt auch erst in 2 Minuten. Easy going. 3 Fiber. Und einen vollen Water Skin. Das kann man schnell machen, indem wir hier reingucken, den reinmachen, wieder raus, selbst ein bisschen was trinken. Jetzt tun wir den Water Skin rein und jetzt brennen. Jawohl, es hat geklappt. Nicer, dicer. Spaß. Machen wir nochmal. Tue ich mal 2 kurz rein, weil das eine gleich vergammelt. Nicht 4, 3. Okay, noch schnell wieder ein Wort, das geht. Nice, ein Rex-Kibble haben wir schon mal. Wie lange hält das Rex-Kibble? Oh Gott, hält das Länge. Lange Zeit. Blisosaurus-Sattel, Craft. Okay, Blisosaurus-Sattel wird gecraftet. Nice. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist, aber ich nehme sicher jetzt einfach mal so viel mit. Gut, dann haben wir einen Blisosaurus-Sattel jetzt auch. Wiegt aber ganz schön viel. So, haben wir alles. Die Zementing-Paste kann man zurücklegen. Hier. Tadam. Prime Meat nehme ich mit, das guckt. Natural Berries werden eh vergammeln, deswegen schmeiße ich sie mal weg. Beziehungsweise brauche ich auch gar nicht. Pfeile ausgerüstet, schön repariert alles. Ja. Wenn ich die Höhle nämlich finde. Ich weiß nicht, vielleicht versuche ich es auch mit der Höhle.
Weil wenn man ihn in die Höhle lockt, das ist echt wesentlich leichter. Ist das die Höhle? Ich glaube schon. Ja, das ist die Höhle, das ist die Höhle. Verdammt, falscher Eingang. Eingang ist hier, gell? Ja. Och Mann, was bin ich für ein... Hier ist mir leider kalt, aber hier sind Silizia-Pearls. Die gönne ich mir natürlich. Klar, ich habe zwar echt schon viele von denen, aber man kann ja nie genügend bekommen. Öl gönne ich mir auch ein bisschen. Ja, okay, das reicht jetzt auch schon. Steine brauche ich eigentlich. Ah, ich behalte es mal, falls ich meine Fackel reparieren muss. Oh Gott, mir ist ja total kalt, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte lieber... Das ist ein Blesosaurus! Oh mein Gott! Das sind zwei! Scheiße! Verdammt! Zwei, das ist beschissen! Nein! Wieso zwei? Erstmal an die Wasseroberfläche. Mach ich mir schon längst. Hey. Verdammt! Wieso sind hier zwei? Und ist ungefähr in der Höhle, oder? Ja. Verdammt! Gib ihm mal kurz die Silizia-Perlen und den Sattel. Das Öl. Ich kann das nicht alles tragen. Der will ums Verrecken gehen. Verrecken nicht um. Oh. Ja, ey. Also Junge, jetzt. Mein Megalodon, der hat schon Hunger jetzt. Wir müssen jetzt langsam mal den hier töten. Also das heißt töten, K.O. bekommen. Ich habe jetzt diese 5 Sekunden Abstände, sind mir gerade echt egal. Weil ich eigentlich sollte man... Esko. Jawohl. Jawohl. Nach einem guten Jahr haben wir endlich K.O. bekommen. Kibbel rein, Food rein. Ich muss echt noch Food jetzt besorgen, aber erst einmal kurz an Land oben. Jawohl, erst K.O. Endlich. 1, 2, ich sag jetzt mal 1. Und dann nehmen wir das Plesio. Accept. Numeric Value only das 10 bis 9. Ach so, dann. Hä, das ist aber unter 10. Dann schreibe ich einfach mal 10. Ja. Sagen wir nämlich, hier ist ungefähr der Blesosaurus. Da unten ist er. Oh Gott. Hä, der hat einen viel höheren Torpor als gegen den ich gekämpft habe. Okay. Muss auf meine Oxygen aufpassen, aber... Krass. Gut, wir müssen... Ich muss Meat holen. Ich tue ihm schon mal ein bisschen Narkotik jetzt geben. Nee, sag los, das ist er. Nee, das ist nicht er. Hä, wo ist er denn? Ich bin gerade total verwirrt, weil der müsste eigentlich hier doch irgendwo sein. Hier waren doch so Steine. Ist er das? Ja, das ist er. Oh mein Gott. Das ist er. Oh Gott, Torpor ist sogar noch ganz schön hoch.
Ich muss den anderen Blizzard weg locken. Verdammt. Ey, diese scheiß Anglerfische. Geht doch mal auf den anderen. Nicht nur mal auf mich. Verdammt, ich bin froh, dass ich den Blizzosaurus noch gefunden habe. Aber der andere, der kotzt mich gerade richtig an. Ich glaube, nee, wir kriegen ihn down. Wir könnten ihn down kriegen. Er blutet schon richtig, aber wie denn, wenn die scheiß Anglerfische hinter ihm auch sind? Zieht euch mal rein, wie viele Anglerfische hier sind. Nee, das ist unfair. Das ist ganz einfach unfair. Wieso können die Entwickler das nicht so machen, dass die Anglerfische immerhin die anderen Tiere auch angreifen? Ich muss den Blesosaurus töten. Getötet. Frisst die Leiche von mir aus, aber lasst mich in Ruhe. Ja, jetzt hat. Ich glaube, jetzt lassen sie mich eigentlich in Ruhe. Anscheinend immer noch nicht. Verdammt! Sie können doch jetzt endlich die scheiß Leiche fressen. Fireworks Flare Gun Skin, Alter. Ich will nur kurz zum Blesio. Bitte. Scheiß Piranha, jetzt lasst mich bitte zum Blesio. Ja, sie lassen mich. Nee, das ist die Leiche. Denk mir schon, ist da schon wieder ein neuer gespawnt. Oh mein Gott, ist das spannend, Leute. Also, dafür, dass ich euch nie die anderen gezeigt habe, wie ich die gezähmt habe, ist das hier doch mal echt eine Entschädigung. Ich meine, das ist jetzt ohne Scheiß richtig schwer. Ja, die sind echt verdammt stark. Wir haben Angler-Gil bekommen. Nice. Das kann ich euch dann auch mal zeigen. Das ist saugeil. Auf jeden Fall mal auf Leben aufleveln. Immer schön auf meine Oxygen achten. Kurz an die frische Luft. Oh mein Gott, ich will endlich ein Blesosaurus. Ich rüste mal die normalen Pfeile aus. Falls irgendwas kommt, was mich ärgern will. Was halt jetzt der krönende Abschluss wäre, wenn irgendein Viech den Blesosaurus noch töten würde. Oder schlimmstenfalls mich. Aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Das ist meiner, oder? Ja, das ist der K.O. Ich töte jetzt mal kurz den Anglerfisch da hinten. Der nervt mich. Ich finde in dieser... Achso, das ist noch die Leiche. Lel. Wie sieht's denn aus? Was hat denn er noch so? Wie viel kriegt er durch ein Prime Meat? Naja, das ist schon ein bisschen was, aber er wird wahrscheinlich nur noch eins fressen können.
Und die Primates geben auch nicht so viel. Das normale Fleisch, naja. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Primate hier irgendwo. Also irgendein Viech. Also Megalodon jetzt hier wäre schon geil. Also der jetzt nicht den hier angreift, aber... Naja, spawnt anscheinend keiner. Ich gehe lieber wieder an die Oberfläche. Ich bleibe jetzt lieber in der Nähe und lasse mich mit normalen Raw Meat noch zähmen, als... Als ich jetzt wieder weggehe und hier wieder so viele Scheißviecher spawnen. Oh Mann. Ich bin aber echt froh, dass hier welche gespawnt sind. Oder mal merken, dass hier an sich Plesiosaurier spawnen. Ich habe nämlich gedacht, die spawnen total selten, steht beziehungsweise auch auf der Website, also im Wiki. Dass die hier in unserer Umgebung eigentlich selten spawnen. Aber an sich in unserer Umgebung spawnen so geile Viecher eigentlich. Ich meine, es ist halt echt so, so viel Alphas in das Ganze sind hier. Sea-Strike, machen wir jetzt keine Angst. Machen wir jetzt keine Angst. Du darfst nicht weg, ich brauche dich noch. Nochmal ein Raw Meat gefressen. Ich glaube, er kriegt ein Prime Meat noch hin. Ein Prime Meat kriegt er noch hin. Ich kann nicht ins Inventar gucken. Ist ein Server-Lag? Nee, eigentlich nicht. Ich habe einen guten Ping. Ich kann nicht in sein Inventar gucken. Disconnect! Scheiße! Okay. Nein, der Server, hä? Der Server startet gerade neu. Leute, ich mach kurz einen Cut. Jo, Leute, also ich lade jetzt gerade wieder. Anscheinend ist der Server gerade kurz abgeschmiert, beziehungsweise ein Update war für den Server. Und ich hoffe, ich überlebe noch. Ich glaube nämlich, ich bin jetzt ertrunken. Dann kann ich schon mit dem Schiff hin und meine Sachen wieder suchen. Scheiße. Das wird mega scheiße. Ich brauche nämlich meinen Hai. Ohne den Hai... Fuck. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück und bin noch nicht gestorben. Ich glaube aber schon. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Schnell. An Land. Schnell hoch, hoch, hoch. An Wasseroberfläche. Oh mein Gott. Ja, es war ein Server-Update. Du machst, hast mir so Angst gemacht. Kann man schnell wieder hochmachen. Oh mein Gott, ich glaube, das könnte schon werden. 3, 2, 1. 3, 1, 2, 1. Plesiosaurus gezähmt. Ist ein Mail. Das ist Patrick. Die nennen jetzt einfach Patrick. Wir haben Plesiosaurus gezähmt. Wie geil. Gleich mal einen Sattel drauf. Oh mein Gott, ist er schnell. Ach du Schande. Ich gehe mal kurz an die Oberfläche, dass man das sieht. Und er ist rosa. Aha. Und ein Männchen. So, die Narkotik nehme ich mal kurz wieder, Bruder. Ja, wir haben Plesiosaurus. Geil. Und der ist verdammt schnell. Was hat er jetzt für Stats? Alter, hat er viel Lust bekommen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen auf Stamina gehen. Melee Damage ist schon genügend eigentlich. Ich packe auf die Megalodon. Oh Gott, der ist verdammt schnell. Zieht euch das mal rein. Alter Vater. Geil, wir haben einen Plesiosaurus. Guck mal, wie grimmig er schaut. Och, der sieht geil aus. Plesiosaurus ist geil. Kriege ich den hier in die Bucht? Das wäre doch mal mega nice, wenn ich dann den in die Bucht hier bekomme. Ja, klar, weiter rein passt da leider nicht. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, bevor ich die Folge aufhöre, auf jeden Fall. Saugeil, wir haben jetzt einen Plesiosaurus. Der chillt da vorne. Und bevor ich jetzt aufhöre mit der Folge, wollte ich euch noch eine Sache nämlich zeigen. Nämlich dieses Anglergel. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Ach, ich hab's schon bereits im Inventar. Ja. So, und jetzt tue ich mal hier ein Anglergel rein. Tada! Sieht doch voll geil aus. Das ist, ich mal kurz das Gamma mal runter, wie ihr seht. Es ist echt hell, sieht cool aus. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Zeigt es mit einem Like. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wir haben jetzt einen Plesiosaurus.
Und ja, sehr viel geschafft. Bis dann. Ciao.